Hallihallöchen, ihr Lieben da draußen und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einer neuen Challenge. Ja, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was ich hier und da mal auf meinen Kanal bringen kann in SSO. Man hat ja nicht allzu viele Möglichkeiten hier. Und da dachte ich, ich mache mal was, was wahrscheinlich noch keiner vor mir gemacht hat. Also, ich glaube nicht, dass das irgendein YouTuber in Starsable schon mal gemacht hat. Und zwar ist es so, dass ich blind reite. Richtig gehört, ich reite blind. Also ich verbinde mir jetzt nicht die Augen, sondern es gibt einen Kreativmodus, die Möglichkeit, dass man sich ausblendet. Bumm, da ist man weg. Und genauso werden wir jetzt versuchen, ein Rennen zu machen. Und normalerweise kann man ja bei so einer Challenge, sollte man sich vielleicht erstmal eine Rennstrecke suchen, die sehr leicht ist. Aber das wäre mir ja zu leicht, ne? Das wäre ja nicht witzig, wenn ich dann überall gegenspringe. Nein, ich habe mir gedacht, wir machen das Ganze hier oben auf dem Silverglade Landgut. Und wenn das mit der ersten Strecke so schön funktioniert, machen wir die zweite. Und wenn das auch so funktioniert, machen wir auch die dritte. So, ich würde sagen, wir fangen mit der normalen an, die Rennstrecke des Landgutes. So, 250 kriegen für das Pferd, wir kriegen nichts. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Das heißt, ich weiß auch nicht, wann ich abspringen muss. Also sprich, wenn jetzt ein Hindernis kommt, weiß ich nicht, wie weit das Hindernis vom Pferd entfernt ist. Das meinte ich gerade. Seht ihr das? Das ist gar nicht mal so einfach, muss ich mal sagen. Man merkt zwar, dass man das Pferd steuert, ja. Aber muss ich halt immer schon... Das meinte ich ja zum Beispiel jetzt gar keine... Ahnung. Oben läuft die Zeit. Und wir haben verloren. Wir beginnen nochmal von vorne. Wie gesagt, wir stecken nicht einfach den Kopf in den Sand. Das wäre jetzt zu einfach, wenn ich jetzt einfach aufgebe. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt gerade etwas... Wem das Kameraschwinken nicht gefällt, also wem es hiervon schlecht wird, der muss bitte jetzt ausschalten. Ich habe irgendwie ein Problem mit dem Springen. Kann sein, dass ich das Ansichtsfeld etwas... Na, man merkt halt, klar, man steuert, das meinte ich vorhin. Ich weiß jetzt nicht, wieso der nicht springt. Rückwärts geht mein Pferd auch nicht. Also seht schon, das ist nicht ganz so einfach, ne? Pass auf, wir machen Folgendes. Einstellung und dann möchte ich mich etwas weiter abblenden, so. Weil du merkst zwar, dass die Kamera, geht, aber du merkst nicht, wo das Pferd hinrennt. Im freien Rennen, also ohne dass man es im Rennen ist, ist es natürlich besser, aber da weißt du, wo du lang musst. Aber hier ist das nicht so der Fall. Die ersten Meter gehen halt noch gut, aber dann wird es schon kritisch. Spätestens jetzt. Warum auch immer mein Pferd an diesen Weinreben stecken bleibt, ich weiß nicht, was das für ein Problem ist. Ich tue mich mal, seht ihr, das meinte ich. Aber ich gebe nicht auf. Ich mache das Rennen zu Ende. So, ein Satz mit X, das war wohl nix.
Das Problem ist, das Pferd dreht sich extrem schnell. Also, man merkt, das Pferd bewegt sich nach vorne, so wie jetzt, ne? Und sobald du um die Kurve gehst, du siehst ja nicht, wo die Kamera dich hinsteuert. Das ist gar nicht mal so einfach. Ich habe mir das einfacher vorgestellt. Einstellen. So, das ist das Problem, ne? Ich sehe zum Beispiel jetzt nicht, wo das Hindernis ist. Ist kein Thema. Wir machen das jetzt so lange, bis ich das geschafft habe. Wir haben das ganze Feld, wir machen alle drei Rennen. Wer wirklich eine Herausforderung sucht, der, hier, bitteschön, habt ihr einen gefunden. Das Problem ist, das Pferd dreht sich dann halt, ne? Ich weiß aber auch nicht, wohin sich das Pferd dreht, weil bei mir ist gerade das Problem. Genau, die Kamera dreht das Pferd so, wie das Spiel das möchte. Und, ja. Aber ich bin ja nicht ich, wenn ich nicht meinen Willen durchsetze. Das heißt, wir machen das jetzt so lange, bis ich das Rennen hier gemacht habe. Wie gesagt, Problem liegt einfach nur an der Kamerasteuerung. So, runter, runter, runter. Seht ihr, das meinte ich. Ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht, inwiefern mein Pferd vom eigentlichen Dings entfernt ist, hier schon außerhalb. Ja gut, wir sind ein Stückchen weitergekommen, ne? Ja, ich hätte ja auch das Moorlandrennen nehmen können, aber es ist ja zu einfach. Ich will mir das hier nicht einfach machen, als es ist. Aber hier oben mangelnde Rohre und so war auch nicht gerade die beste Idee. So, jetzt bin ich gesprungen. Man muss halt ein paar Mal probieren, bevor man jetzt sagt, nee, ich schmeiß alles hin, das wird sowieso nichts. Das ist dann... Komm, du Pferdebraten, renn rüber, komm. Ich habe keinen blassen Schimmer, wohin das Pferd gerade steuert. Also die Kamera steuert ja das Pferd, also... Und dazu kommt noch, dass ich total fettige Hände habe. Also, und die total schwitzen. Ich bin also quasi immer nur am Rumrutschen auf der Tastatur. Dass das Mädel da nicht weiß, ist, dass ich gerade unsichtbar bin. Die sieht halt nur den Spielernamen. Denkt sich so, what? Was macht die da gerade? Aber ich bin nicht ich. Würde ich es nicht ausprobieren, ne? Okay, das haben wir schon mal. Wie gesagt, Problem liegt einfach darin, dass man nicht sieht, wann das Hindernis kommt. Und wann... Ich mache das jetzt so lange und wenn ich das 10-mal schneiden muss... ich schneide, ne? Als ob ich ein Video schneide. Ja, ist so langsam kotzt euch das ganze Jahr nicht, weil du verlierst das sowieso, das wird doch sowieso nicht. Keine Scheiße, was du da machst. Aber wie gesagt, man muss halt üben. Ich habe halt vorher nicht geübt. Immer mache ich diese dämliche Fenster auf. Ich weiß gar nicht, mit welcher Taste ich das aufmache. Guckt mal, wir sind doch schon ganze Stücke weiter. Alter, lass doch mal das Fenster zu. Einstellung. Super, das meinte ich. Das Pferd zum Beispiel. Wir machen das so lange, bis ich das erste Rennen gemacht habe. Wie gesagt, die Kamera ist das Problem, nicht das Pferd.
Mein Gott, jetzt, wieso öffnet der dann immer das Fenster? Ich bin doch gar keine Taste gekommen. Habt ihr das auch, wenn ihr zum Beispiel ein Reiten macht, ein Rennen, dass ihr... Sag mal, so langsam reißt mir so ein bisschen der Geduldsfaden. Okay, wir machen das echt so lange, bis ich das Rennen beendet habe. Wow. Egal, wie lange er sitzt. Mal gucken, ob mein Ton an ist. War nur Sandy, alles gut. Wir machen jetzt nicht hier Schluss. Ihr seid nicht entlassen, nein. Ganz im Gegenteil. Ich habe ja auch die krasseste Strecke ausgesucht, ne? Ich möchte ja die Rennstrecke der Baroness auch noch rückwärts machen, also quasi. Ich muss halt gucken, dass ich das auch so steuere. Ich muss ja mit der Maus auch das Pferd steuern, ne? Es ist ja nicht so einfach so, dass ich da... Warum bewegt sich der Gaul jetzt nicht? So lang runter geht's einigermaßen. Also, ich bin einmal über das Ding gesprungen, da hat es wunderbar funktioniert. Jetzt kriegt das Pferd seine Momente, jetzt auch im Stress sind hier. Das meinte ich, als ich sagte, man merkt nicht, wo der Abstand zwischen Pferd und Hindernis ist. Das schafft man sowieso nicht. Okay, pass auf, wir machen es so. Wir wissen ja jetzt in etwa, wie die Strecke geht. Mein Handy schlägt schon wieder ganz im Weg. Ja, ja, ich weiß, die Zeit läuft. Ist vollkommen egal. Wir machen geschilltes, unsichtbar... Weiß nicht, wo ich hinlaufe, rennen. Und ihr bleibt so lange sitzen, bis das Rennen hier beendet ist. Ihr steht nicht einmal auf. Hui, das war aber knapp. Ja, das ist ja diese Spielkamera, die steuert das Pferd. Mein Pferd wird wieder ganz woanders hin. Na, langsam, mit Gefühl. Pferd, spring einfach mal drüber. Jetzt hat sich mein Pferd gedreht. Nee, das will nicht, ne? Das ist bestimmt irgendwo, aber nicht da. Okay, pass auf, wir machen das so. Mein Pferd kriegt seine Momente. Ja, was mir? Ja, komm hier. Mir schnuppe. Wir lassen uns abholen und machen Moorland weiter. Ich habe ja gesagt, wir machen das Rennen dort. Aber wisst ihr, irgendwo auch mein Faden gerissen. Und ich habe... So. Pass auf, wir machen ein ganz simples Rennen. Wir machen das Rennen dort oben zur Wildstrecke. Ist simpel. Kriegen wir hin. Hoffe ich doch. Ja, meine Abkürzung kann ich jetzt nicht nehmen über den Zaun, die mache ich sonst immer, aber ich bin ja froh, wenn ich wenigstens ein Rennen hinkriege. Aber ich habe ja gesagt, wir machen was Außergewöhnliches und aha, Helden. Ich habe mir das mit der Baroness-Rennstrecke da oben auf dem Landgut auch anders vorgestellt, Leute. Aber diese Rohre und Hindernisse, die hier liegen, die habe ich nicht einberechnet. Genauso wie das hier zum Beispiel. Aber
Das Problem ist, dass du nicht weißt, wann das Pferd abspringen soll. Maya, wenn du wirklich denkst, dass du gewinnst, hast du dich geirrt. So, viel Spaß da hinten. Problem ist halt, wie gesagt, Maya, du gewinnst nicht. So, danke Maya fürs Mitmachen. Du bist im Video. Das hatte ich gemeint. So, jetzt haben wir das drin beendet. Und weil das Ganze so lustig war, machen wir es nochmal und zwar mit Hindernissen. Das war lustig. War wirklich lustig. Ich sag's euch. Also man merkt schon, dass man das Pferd steuert, aber nicht, wo das Pferd springt oder wo das Pferd gerade ist. Also, wie gesagt, am Weingut war es ja, wo ich es eingeblendet habe vorhin, das ja genau vorm Dings gestanden, vor dem Felsen. Super, die Kamera dreht das Pferd, wo es will. Yes! Ich will immer mitspringen. Ach, heutiges Pferdebraten. Ich freue mich schon so. Wisst ihr was? So richtig leckere Pferdesteak gibt's heute. Saftig. Das Blut kommt nach raus aus dem Pferdesteak. Ja, ich bin schon richtig, richtig angesäuert. Ich habe schon Essgedanken. Na komm. Jo, mein Pferd hat sich gedacht, stellen wir uns immer auf dem Berg, warum nicht? Pass auf. Ich hab's versucht. Wir machen Neues. Einstellen, gucken, wo wir sind. Schön, dass ich genau am Berg stehe. Wir machen ein anderes Rennen. Aber hey, ich bin schon bis so hochgekommen. Das müsst ihr mir lassen, ne? Ist jetzt nicht zu einfach. Geradeaus ist kein Problem, ne? Seht ihr ja. Du siehst nur nicht, ob du jetzt gegen den Zaun oder gegen das Hindernis rennst, weil du es ja nicht abschätzen kannst. Du siehst halt nur, okay, die Kamera steuert, ne? So wie, also das, was ihr hier seht, ist die Kamera. Ohne Pferd. Und das ist halt das Schwierige. Deshalb dachte ich mir, mache ich das mal. Und das tut mir auch wirklich leid, dass nicht alle Rennen geschafft habe. Wir machen mal das Rennen bei Tan. Ich weiß auch gar nicht, warum ich bei Tan ständig Fotos machen soll. Das ist mir mal ein Rätsel. Bin ich mal gespannt. Das ist das simpelste Rennen, was man machen kann. Aber naja, ich sag mal lieber ein simples Rennen als ein paar vergeigte Rennen. Ja, und das mit dem Pferdestick. Ich habe mal Pferdefleisch probiert. Ist gar nicht mal so übel. Also schmeckt ja, aber ich selber würde nie selber Pferd bestellen. Ich habe es halt nur gekostet oder ich musste es kosten. Aber hey, lieber esse ich ein Pferd, als dass ich verhungere. So, Tan. Weil der ganze Spaß so schön war, machen wir das bei der Sophia. Ja? Weil die hat eine richtig böse Strecke, da müssen wir springen. Und wir müssen uns durch die Dinger schlängeln hier. Jo, ich dachte mir, ich gehe einfach mal. Genau, das machen wir. Genauso fängt mein Start an. Man vergeigt ihn erstmal. Was macht denn hier auf der Rennbahn? Macht doch mal die Platte. Immer schön die Acht behalten.
dann springe ich mal über die Hindernisse, die hier sind. Aber das traue ich mich momentan gar nicht. Wenn ich jetzt genau weiß, natürlich ist das jetzt so schwierig, weil ich habe vorhin gesagt, als ich sagte, ich kann nicht abschätzen, wo das Pferd springen muss. Oder an und für sich ist es eigentlich eine ganz coole Idee, mal was anderes auszuprobieren. Ich will kein Highscore-Rennen, lass mich doch in Ruhe mit dem Highscore-Rennen, also. So. Danke. Und weil das so gut klappt und wir uns gerade zu warm geritten haben, probiere ich doch mal etwas Schwierigeres. Wir machen einen Springkurs. Yes! Das kann ja so schlimm nicht sein. Wir probieren einfach mal, ob wir irgendwo rüberkommen. Das klappt so gut, ich habe richtig Bock auf noch einen Sprung. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Jetzt hat sich das Fenster schon wieder geöffnet. Ich schwöre, ich bin auf keine Taste gekommen. Warum sich dieses komische Fenster immer öffnet? Aber mir geht's noch mal allmählich auf den Sack, weil ich habe das Fenster immer in der Aufnahme drin. Und das Blöde ist halt, dass ich das Fenster nicht mag und dann sieht jeder das Fenster. Das ist doof. Also ich habe keine Ahnung, warum sich das Fenster ständig öffnet. Wir machen noch eine dritte. Jetzt will ich erst recht, ne? Yes! Es gibt's kein Zurück. Wir machen jetzt diese ganze Rennbahn hier. Das war schon runtergefallen, das war ich nicht. Ja, das war auch schon runtergefallen. Ja, man muss halt so ein Gefühl kriegen fürs Abspringen, ne? Das ist wie gesagt, Übungssache, reine Übungssache ist das. Also ich hab das noch wirklich, ich schwöre, ich hab das nicht geübt, ne? Ich hab heute gerade eben zum ersten Mal diese Wir reiten unsichtbar gemacht. Ich hab das auch nirgendwo gesehen auf YouTube oder so. Deswegen ist es ja für mich eine Herausforderung. So, jetzt gehen wir. Achso, Punkte abholen ist ja nicht mehr. Wir kriegen die ja, wenn wir die Aufgabe beendet haben. So, ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch, mache mich wieder sichtbar. Ist ein bisschen sehr weit weg vom. So. So, mein Pferd ist müde. Und ich werde jetzt noch ein anderes Spiel aufnehmen. Wir sehen uns dann, wie gesagt, beim nächsten Mal, da wahrscheinlich auch wieder bei einer Challenge, ich weiß es noch nicht. Ich werde mich jetzt hier von euch verabschieden und wünsche euch einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne gute Nacht. Und ja, wenn ihr auch mal diese Challenge ausprobieren wollt, könnt ihr einfach bei der Einstellung reingehen, dann in die Kreativ. Und Pferd und mich als Reiter ausblenden. Bumm. Dann seid ihr unsichtbar. Wie gesagt, wenn ihr das unbedingt mal nachmachen wollt, fangt aber mit einer sehr simplen Strecke an, die keine Hindernisse hat. Und dann probiert euch mal mit ein oder zwei Hindernissen.
bevor ihr da wirklich durchstartet. Ansonsten endet ihr wie ich, gleich am Anfang die beste Strecke genommen, alles vergeigt. Aber ich habe es wenigstens versucht. Und an dieser Stelle wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder eine schöne gute Nacht. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.